Die Showcases. Ich habe da schon eine Amprion Trainer Gallery gerade mal rausgezogen in einem Video vor, ich glaube, über einem Jahr. Ich glaube, die sind von 2021 oder so. 2022, genau. Mal schauen, mal schauen. Die erste Box war gut, die zweite war überhaupt nicht gut und die dritte, die wird bestimmt sehr gut. Oh, na, was ist denn hier los? Die will gar nicht aufgehen. Jetzt, jetzt. Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen? Wo ist denn die Promo? Ach, die hängt hier. Ich kann die Pikachus auch mittlerweile um mich werfen. Das sind so viele Pikachus, das ist wirklich unbelievable. So, wir fangen diesmal mit Brilliant Stars an. Weil, jetzt sind wir schön green am Anfang. War es nicht so gut. Das ist für euch, bitteschön. Wir machen 1, 2, 3, 4. Das gute 1, 2, 3, 4. Das, wenn irgendwann Schwert und Schild komplett vorbei ist bei mir auf dem Kanal, werde ich es bestimmt vermissen. 1, 2, 3, 4. So, wir haben einen Fraxer, den Barista, Knacksel, Magma, Krüppuck, Bomi, Impidimp. Das ist so ein schöner Name. Sterndu, Reverse, Pachirisu und ein Mag. Schade, das heißt noch kein Hit, aber wir haben noch zwei Packs. Im Januar wird es bei mir auf dem Kanal. Nee, das müsste eigentlich jetzt sogar schon laufen. Es gibt jetzt einen Monat lang gerade eben Astralglanz Openings, weil ich das sehr günstig an ETBs rangekommen bin, damals für 26 Euro. Da werden wir was Schönes ziehen. Unter anderem eine Altart. Kann ich euch jetzt schon ankündigen. Kleiner Spoiler, aber welche verrate ich natürlich noch nicht. Da ist der Spannungsfaktor etwas größer. So, wir machen mit Chilling Rain weiter. Und zum Schluss ein wunderschönes. Was wollen wir denn ziehen? Ja, einfach mal ein Hit. Ein Hit würde mich freuen. So. Und ich habe einen Black Code gesehen. Das heißt aber noch gar nichts. So, wir haben eine Laterne. Die Clara auf Englisch. Brawny, ganz schön viele Trainer. Rockruff, Swirlix, Lapras mit Melanie. Dealing, Slowpoke. Reverse, Malamar und Frostlass. Hey, wir haben einen Hit, eine Holo. Das ist so krass. Also seitdem kam es in Popo, dass man den Holos so macht, was ich sehr begrüße, freue ich mich persönlich überhaupt nicht mehr über einen Holo-Hit. Also es ist für mich überhaupt kein Hit, eine Holo. Eine Holo ist wie eine Rare oder so, fast schon Bulk. Das meine ich jetzt nicht arrogant oder so. Da kommt bei mir nicht so das Feeling auf. Natürlich ist es auf jeden Fall besser als eine normale Rare, aber weiß nicht. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das seht? Bitte schön. Aber bei mir, die holen mich echt nicht mehr ab. So, letztes Päckchen. Und dann sind die drei Showcases auch schon wieder vorbei. Wir haben Barry, Klang, Snorunt, Schnepp geliebig. Achso, ich soll Dreieck sagen. Dreieck. Das ist zwar mein Insider gewesen von vor ein oder zwei Jahren, als der Kanal gerade neu war. Daydenna. Reverse Neville oder wie viel und ein Full Art Whimsicott, oh Gott. Ich komme gerade nicht auf den deutschen Namen, obwohl ich das Pokémon nur bei Pokémon Unite spiele. Aber eine Full Art nehmen wir mit. Leider habe ich die schon, aber das ist noch ein schöner Hit am Ende. Freue ich mich sehr. Dann, schon auf dem 30. auch noch was hochladen. Ich habe da noch ein bisschen was in der Hinterhand. Am 31. und am 1. wird auf jeden Fall ein Video kommen. Ein kleiner Start ins neue Jahr mit 151. Das wird auch ganz gut werden. Und ansonsten genießt euren Urlaub, falls ihr Urlaub habt. Ich bin derjenige, der arbeiten geht. Macht's schön gut. Ciao.